Vielen Dank, meine Damen und Herren. Einer der Großen der deutschen Politik hat sich heute verabschiedet. Kurt Biedenkopf, der Erfinder von Sachsen. Er hat Dresden persönlich erbaut. Er hat Leipzig zumindest entworfen. Seine Frau hat es dann zu Ende gebaut. Er ist einer der ganz Großen der deutschen Politik gewesen. Und er wird wahrscheinlich auch weiter noch mit Rat und Veranlassung von Tat zur Seite stehen. Und man hat ihn zu Recht genannt König Kurt. In der Tradition in Sachsen, König Kurt. Wir haben ihn nicht König Kurt genannt, sondern Mr. 15%. Ja, das Volk hat ihn, warum? Das Volk, das Gesinde, die Mägde, die niedrigen Stände, die Absinthtrinker. Ja? Ja, das alles brauchen sie, sonst funktioniert ein König nicht. Das ist die alte Theaterregel, den König spielen immer die anderen. Verstehen Sie? Die anderen müssen sagen, Majestät. Und mir ist es immer leicht gefallen. Ich habe nie Probleme gehabt zu sagen, hallo, König Kurt. Was dann schwierig für mich war, zu sagen auch noch, oh, eure Lieblichkeit Paola. Damals, als mir diese beiden Schweizer, verstehen Sie, Spaß gestohlen haben. Die Show, die ich erfunden habe. Und die ich jetzt meinem Freund Frank Elstner übergeben habe. Ich habe ihn angerufen und gesagt, bitte Frank, mach es. Ich habe nie drüber geredet öffentlich, aber so war es. So war es. Egal, was in der Presse steht, ja, oder was die ARD behauptet. So war es. Und in Italien wurde gestern gestreikt. 8 Stunden oder wie die Italiener sagen, 2 komplette Arbeitstage. Streik. Unser Bundespräsident Johannes Rau ist zurzeit in Italien. Er ist wahnsinnig beliebt in Rom. Haben schon die ersten gerufen, segne mich, heiliger Vater. Also durch die Straßen spazierte. Helmut Zerlett! Und Band. Meine Damen und Herren, mein Gast heute Abend, und ich sage es Ihnen mindestens zweimal pro Woche, die erfolgreichste Frau im deutschen Fernsehen. Eine Sensation von 0 auf 100. Vorher wusste man überhaupt nicht, dass es in Deutschland Gerichte gibt. Man dachte irgendwie, wer Recht hat, zieht den Colt und sagt, wuff. Ja? So wie Olli Kahn neulich, als dieser Spanier ihn angerufen hat in Madrid. Wenn du noch einmal anrufst, dann puste ich dir die Fresse weg. Ja, hat ihn am Telefon gesagt. Und er hat recht, oder? Was hat dieser kleine, armselige spanische Radiomoderator, ihn nachts auf dem Zimmer anzurufen? Absolut. Hallo Olli, wenn du noch einmal anrufst, puste ich dir die Fresse weg. Und es gefällt mir, weil er scheint die richtigen Filme zu sehen. Das sagt man nicht irgendwie, wenn man irgendwie Romantic-Movies oder so guckt. Das ist schon Marty-Movie. Wenn du noch einmal, hey, oh, wenn du noch einmal anrufst, dann puste ich dir die Fresse weg. Dieses Pusten ist das entscheidende Verb. Ja? Das ist in Usi oder sowas. Das klingt ziemlich abgesägt. Ich puste dir die Fresse weg. Wie das wohl im Training bei denen zugeht, oder? Heute Abend, meine Damen und Herren, eine Frau, die in solchem Fall sagen würde, okay, hängt ihn. Sie hat die Todesstrafe im deutschen Fernsehen wieder eingeführt und seither boomt unser Sender. Das muss man mal sagen. Ja. Eine einzelne Frau ist in der Lage, den ganzen Sender nach vorne zu bringen. Gestern Nachmittag hat wieder jeder dritte Zuschauer, der mittags den Fernseher eingeschaltet hat, sie geschaut. Heute Abend bei uns, das Gesetz bin ich, Barbara Salisch. Noch immer werden in diesem Staat Wahlen abgehalten. Immer mehr Menschen fragen sich, wozu? Warum sagt man nicht einfach, übernehmen Sie bitte, Herr Biedenkopf? Was sollen wir tun? Was halten Sie für richtig? Oder? Stattdessen teure Wahlen, Plakate, Reden, in denen wir belogen werden. Ich habe das Gefühl, die Politiker belügen uns. Ehrlich? Ja. Ich glaube, dass die Politiker uns belügen. Wie gefällt Ihnen diese schonungslose Wahrheit? Ich habe langsam das Gefühl, die erzählen uns das Blaue vom Himmel runter, nur um gewählt zu werden. Und wenn sie dann mal gewählt sind, dann erinnern sie sich an nichts mehr. Habe ich recht? Naja gut, okay. So, wahlberechtigt. Welche Partei würde unser Studiopublikum wählen, wenn morgen Bundestagswahl wäre? Wahlberechtigt heute 242, gültige Stimmen 224, Wahlbeteiligung 92,6%. CDU, CSU, 57 Stimmen, das heißt 25,4%. Los Corruptos, 31,7%.
Die Partei, die uns den ewigen Frieden bringt, die nicht einmal weiß, wie man Waffe schreibt, 13,4%. Sag ich doch immer, radikaler Pazifismus macht sich bezahlt, oder? 13,4% sagen sie, jawohl. Jawohl dafür, dass unsere Soldaten hier in Deutschland Auto waschen, anstatt sich irgendwo im Ausland aufzuhalten. FDP, es geht bergab, 19,6%. Woran liegt es? Naja, woran liegt auf hohem Niveau. Ja, aber trotzdem, die waren mal bei 25. Ja, ich finde, Westerwelle sollte sich einen Schnäuzer wachsen lassen. Das könnte ihn wieder nach oben bringen. Ja? Und? Was ist? Und noch so eine Ledermütze oder was? I'm the great pretender. Auf der Wahlveranstaltung, oder? I want to break free. 20%, locker. Und die Altkommunisten von drüben, 9,8%. Freundschaft. Tolles Ergebnis. Scheinen viele hier zu sein, kaum einer hat gelacht. Hab ich die PDS schon mal diskriminiert? Nein. Wir haben ja einmal entschuldigt. Einmal. Da habe ich mal erlebt, wie Dr. Theo Weigel, wir erinnern uns, mal in so einer Elefantenrunde. Früher gingen ja noch die Stars in diese Runde, die Parteivorsitzenden persönlich. Mittlerweile kommt ja auch schon die C-Jugend dahin und so. Und dann wurde von, glaube ich, Herrn Biski irgendwas gefragt. Ich lasse mich doch nicht von diesem Altkommunisten von der Seite anreden. Kannte ich gar nicht den Begriff vorher, Altkommunist. Gefiel mir irgendwie gut. Ja. Nicht vom Inhaltlichen her, aber so vom Rhythmus. Altkommunisten! Ich lasse mich doch nicht von diesem Altkommunisten von der Seite anreden. Meine Damen und Herren, gestern Abend habe ich hier mich kritisch geäußert zu Ish. Ja? Okay, dann fahre ich nach Hause, nehme ein Grünkornbrot zu mir. Ich baue ja zu Hause selber Brot an. Ja. Weil ich mich bewusst ernähre, verstehst du, gesund ernähre ich. Jeden Tag Obst. Was ich an Obst esse, das gibt es ja überhaupt nicht. Eimerweise Obst. So. Ich setze mich vor meinen Fernseher, 4x8 Meter, 2000 Programme über Kabel und mache, das ist das Geräusch, wenn ich meinen Fernseher einschalte. Die roten Vorhänge gehen zur Seite. Ja. Sämtliche Intendanten der deutschen Sender kommen auf die Bildfläche und sagen, was würden Sie gerne sehen, Herr Schmidt? Ich sage, wenn er mich das noch einmal fragt, puste ich euch die Fresse weg. Und dann schalte ich auf Sat 1, um das Movie zu sehen, nach dem Ende der Hochzeitsnacht. Oder das Ende der Hochzeitsnacht, oder wenn der Schleier weg ist, oder so ähnlich. Auf jeden Fall mit... Das heißt, mit Caroline Eichhorn Kai und Wiesinger. Mit Kai Wiesinger. Ja. Ich sitze da, sehr spannend. Plötzlich denke ich mir, ist das ein Werbespot, den ich noch nicht gesehen habe? Es macht und Krissel. Und das Bild ist weg. Ich sage mir, Moment, kann es sein, dass Ish sich gerecht hat? Da fiel mir ein, meine Sendung ist ja noch gar nicht ausgestrahlt. Verstehen Sie, 18 Uhr aufgezeichnet, 20.15 Uhr gucke ich den Thriller an und um 23.15 Uhr kann Ish erst wissen, dass es mit Ihnen zu Ende geht, wenn Sie meine Show sehen. Sie können mir also nicht den Stecker rausgezogen haben oder einen Mitarbeiter mit langen Zähnen drum gebeten, dass er mir im Garten das Kabel annagt. Und ich schwöre es, dreimal ist mir gestern während dieses Krimis das Programm abgestürzt. Nicht nur dir. Nicht nur mir. Und ich stelle fest, eine solche Aggression auf Ish, mittlerweile in der Bevölkerung, dass man sich fast schon wieder schützen muss. Hier eine Mail von Annika aus Köln-Mülheim, die jetzt in Stuttgart studiert. Ebenfalls Ärger mit Ish. Und sie hofft, dass Ish nie in Baden-Württemberg Fuß fasst. Pech gehabt, da sind sie schon. Denn wir haben geforscht. Hat jemand von Ihnen auch schon Ärger mit Ish gehabt hier im Studio? Nein, ein Volk in Angst. Wie können wir eine Revolution in diesem Land auf die Beine stellen, wenn man sich nie mal traut, den Kabelanbieter anzugreifen? Das ist immer so. Das war immer so. Also Nils hatte Probleme, Niki hatte Probleme. Auch mit Ish? Ja, natürlich. Ja. Ja. Hey, ich glaube, du sagst, Niki hatte Probleme oder was? Ja. Ja. Ich trage mal ins Klassenbuch ein. Ish hat versagt. Oder? Nein, nur bei mir. Von 240 Zuschauern hat keiner Probleme mit Ish. Das ist die neue Woche, haben wir hier angefangen.
Wer ist eigentlich dieses Ish? Wir haben das recherchiert. Ish ist eine Gesellschaft, 55% gehalten von Herrn Callahan und die anderen 45% gehören noch der Telekom über Tochterfirmen. Über Tochterfirmen? Ja, ja. Über Tochterfirmen. Wie man so sagt, Tochterfirmen? Ja, so eine Tochterfirma, willst du genau wissen, wie die Tochterfirma heißt? Unbedingt. Okay. Thema heute ist? Die Kabel Deutschland GmbH. Das ist eine Tochter der Deutschen Telekom, die hat 45%. Kabel Deutschland AG. Gab es doch schon mal Kabel New Media, liebe Aktionäre. Hat sich, glaube ich, per E-Mail verabschiedet, Walter Kabel. Bin dann weg, tschö. Euer Walter, da gab es auch Säfte umsonst. Das sind diese ganzen Firmen, wo es Säfte umsonst gibt. Ja? Säfte, Kekse und Masseur am Platz. Wenn der Masseur zu Ihnen in der Firma an den Platz kommt, ja, sollten Sie alles einstecken, was irgendwie nach Geld aussieht und die Firma verlassen. Das ist der Anfang vom Ende. Walter Kabel. Obwohl ihn selber, Gott sei Dank, glaube ich, mit 80... Walter Kabel? Hieß er nicht Walter Kabel? Peter. Peter? Peter Kabel. Peter Kabel. Ganz sicher. Ah, Walter Kabel ist wahrscheinlich das Maskottchen von Ish. Das ist wahrscheinlich so ein lustiger Hamster oder so. Hallo. Ich bin Walter. Das ist vielleicht, weil die Söhne von Helmut Kohl Peter und Walter heißen. Hast du das verwechselt? Nee, die heißen nicht Peter und Walter, die heißen Peter und Walter. Peter und Walter. Das ist doch wirklich ein Unterschied, das muss man doch mal sagen. Das haben wir kürzlich mal beim Mittagessen festgestellt. Ja? Die meisten Namen sind scheiße. Das ist jetzt hart für Sie, weil Sie heißen auch irgendwie, ich weiß das. Ja? Aber auch wir heißen irgendwie, weil immer mehr Mitarbeiter bei uns werden Eltern in der Firma. Ja. Ja? Frauen kriegen Kinder, Männer werden Väter und so weiter. Und sagt, wie heißt dein Kind? Und dann sagt das Kind, das ist okay. Kaum geht er raus, sich das herholen, ist auch scheiße. Ja? Gut, irgendwie muss man das Kind ja nennen, klar, oder? Aber im Grunde ist alles irgendwo, man sollte die Kinder durchnummerieren. 17, komm mal gerade her. Mit diesem Namen. Und es ist ein Unterschied, ob ein Sohn Walter heißt oder Walder. Das ist ja auch Region. Zum Beispiel der Name Oliver. In Italien sensationell. Oliver. Ja? In Süddeutschland Olivo. Olivo, zieh mal dein Anorak. Oh. Ja, oder Patricia. Patricia. Ja. Oder hier, ich schwöre dir, ich habe früher von einer Kollegin im Kabarett den Satz gehört, die hat in Bonn gejobbt in der Uniklinik. Da hat die auf dem Flur der Uniklinik Bonn den Satz gehört, Herr Doktor, Ming Soraya kann nicht trissen. Da bist du doch als Kind erledigt. Ja? So, das zum Thema, es ist nicht einfach, einen Namen zu finden. Wir geben aber demnächst mal eine Liste bekannt mit Namen, die überhaupt nicht gehen. Ja, die einfach wirklich gar nicht gehen, auch mit Straßen, wo man nicht wohnen darf. Oh ja, oh ja. Ja, also Straßen, die irgendwie so ganz schlimm irgendwie so... Goldkehlchenweg. Walter von der Vogelweide Weg und so, wo man irgendwie so... Oder auch so Lyriker, die irgendwie auch überhaupt keiner kennt. Zu Recht natürlich. Zu Recht, weil sie nie das Volk erreicht haben. Wer nicht 10 Millionen Leute erreicht mit dem, was er macht, sollte überhaupt zu Hause bleiben. Tue ich ja. Ich sende ja von zu Hause. Das wissen Sie nicht. Ja? Ja. Da unten sitzen zwei Hamster von Ish, ja, und betreiben den Strom. Hier unter meinem Keller. Was Sie da sehen, ist mein Wohnzimmer. Ja. Und der Antrag sitzt in der Garage. Getrennt durch eine Glaswand. Das ist der neue Trend. Milchglaswände. Das sieht man jetzt auch überall. Milchglaswände, wohin man guckt. An Schränken, an Türen, auf Tischen, überall. Milchglaswände. So, jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Und das mit Ish scheint nur mir so gegangen zu sein, oder? Nein, ganz vielen. Also während der Probe haben mindestens 10 gleichzeitig geschrien. Aus unserem Team? Ja, ganz genau. Ja, aber auch gut, die schreien natürlich aus Solidarität. Na, denen ist das schon passiert. Eigentlich ist es auch wurscht. So, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, meine Damen und Herren. Ich kann mich nicht allzu lange bei Einzelthemen aufhalten, denn wir haben wieder einen reichen Katalog von Themen heute abzuarbeiten. Und zwar, Köln ist Weltmeisterstadt. Ja. Und Herr Antrag hat übrigens eine interessante These, warum der erste FC Köln... ...den Klassenerhalt noch schafft. Nein. Also warum, ist klar, weil die anderen noch schlechter sind im Zweifelsfall.
Hört, würde man jetzt im Bundestag rufen. So. Es ist nur die Frage, wie. Ganz wichtig ist, dass Sie das nächste Spiel in Dortmund verlieren. Das könnte zu schaffen sein, ja. Warum ist das so wichtig? Ja, weil wenn Sie nur einen Punkt holen würden, und ich gehe davon aus, dass Leverkusen gegen Bremen gewinnt, dann wäre Leverkusen ja schon vorab Meister. Mhm. Und dann saufen die, bis der Arzt kommt, und strengen sich in Nürnberg die Woche drauf nicht mehr an. Und dann könnte Nürnberg wieder einen Punkt holen. Nürnberg darf aber überhaupt gar keinen Punkt mehr holen, damit wir nicht absteigen. Also es ist besser, in Dortmund zu verlieren und danach die beiden Spiele zu gewinnen. Nürnberg holt überhaupt keinen Punkt mehr, das ist eh klar. Und dann steigen wir nicht ab. Warum gewinnt man zwei Spiele, wenn man in Dortmund verliert? Ja, in Dortmund darf man verlieren. Ja, und wer kommt da noch? Freiburg und auswärts in Cottbus. Freiburg braucht noch jeden Punkt. Ja. Das wird ein Kampf bis aufs Messer. Ganz genau. Interessante These. Ich werde darüber nachdenken, wenn heute Abend bei mir das Bild wieder ausfällt. So, aber ich finde, der FC sollte absteigen. Die Haie, das ist eine Mannschaft. Die Haie, das sind Winner-Typen. Der FC sollte absteigen und sich in aller Ruhe regenerieren. Bei Spielen gegen Detmold und in aller Ruhe neu aufbauen. Die Besten gehen ja eh weg. Das heißt, das Team bleibt komplett wesentlich. Einer geht nach Leverkusen. Wie heißt der? Balic? Ist der toll? Ist der toll? Was ist mit dem einen hier, der da in dieser Strickweste Werbung macht gegen Taschendiebstahl? Auf der Plakatwand vorne eine Kurve. Lotti, oder wie heißt der? Wer ist der? Dirk. Dirk Lottner. Ja. Das ist toll hier, sieh, der macht so Plakate. Zusammenstehen nicht wieder, Jon. Also, Kölner lassen keine allein. Das ist ja, also ich empfinde es als Drohung, aber es ist, das ist so, also man kennt sich, man hilft sich, man steht zusammen, egal was auch passiert. Ja. Und da macht Lotter auch Werbung. Ja, genau. Wogegen ist das? Gegen Weggucken. Gegen Weggucken, mhm. Ja. Also nicht nur beim Spiel, sondern auch natürlich bei Kriminalität und so. Ganz da, genau. Das haben diese, da macht er Werbung. Während andere vielleicht sagen, nochmal eine Flanke üben. Ja. Aber ich finde es toll. Nein, das klingt so negativ. Ich finde das toll, weil das ist wichtig. Ja. So, welches Bier trinkst du heute? Ich trinke heute nochmal zum Trost für die Nicht-Werbestadt Düsseldorf. Ein Frankenheim-Alt. Immer mehr Ratten bei der FAZ, meine Damen und Herren. Was? Ach, Ratten! Ich dachte, was ist das denn? Ich lese hier FAZ und Ratten. Nein, Ratten. Ratten. Das große Ratespiel. Welcher Sender? Phoenix. Tagesschau mit Gebärdendolmetscher. Hervorragend. Ach so. 20:15 Uhr. Ja. Das große Thema, das auch heute noch durch die Presse geht, die große Trauer, die Wut, die Enttäuschung, die Verzweiflung, warum einige Städte nicht zu WM-Städten ausgewählt wurden von Franz Beckenbauer per demokratischen Computerbeschluss. Und wir haben festgestellt, unsere Oberbürgermeister sind eigentlich fantastisch. Die können was, die haben es auch nicht einfach, die Kommunen werden immer ärmer. Aber sie haben eine tolle Figur abgegeben, als sie hochgekommen sind, und viele kennt man gar nicht. Und deswegen heute unser neues Spiel. OB hier, OB da, sag wie heißt der? La la la, rat den OB. Rate den OB. Ja, ein tolles neues Spiel. Das, und das muss man ehrlich sagen, ich freue mich, als Erster es bekannt geben zu dürfen, in Serie gehen wird, wenn es heute ankommt. Ja? Rate den OB. Der erste Kandidat ist Helmut. Wir zeigen Helmut verschiedene Oberbürgermeister. Und Helmut, sagt uns bitte, wer es ist und vielleicht noch im Idealfall, von welcher Stadt? Okay. OB, ab bitte. Sie sind wirklich nicht nur frohen Mutes, sondern wir haben eine gute Mannschaft, einen guten Präsidenten, einen guten Trainer. Und ich glaube, manch eine Bundesliga-Stadt wird sich noch wundern. Oh. Wer ist das? Du kannst ja auch immer ein bisschen vom Dialekt oder von der Gesamtausstrahlung. Ja. Das ist so eine, glaube ich, so eine Le Corbusier-Brille. Ja. Sehr viele Architekten haben die. Wer solche Brillen hat, trägt häufig auch Breitkorthosen. Um auf Baustellen irgendwie zu sagen. Und da kommt dann das Milchglasfenster rein. Aber es ist kein Architekt, sondern... Aber den Dialekt habe ich kaum rausgehört. Ja, und das sollte, genau das ist es. Wo spricht man angeblich das beste Hochdeutsch? Ja, so Hannover. Ja! Fantastisch! Dr. H.C.
Herbert Schmalstieg. Herr Dr. Schmalstieg, der nächste Bürgermeister, bitte. Ich möchte ganz herzlich Dank sagen dem Egidius Braun. Ohne ihn stünde ich jetzt nicht hier oben. Und herzlichen Dank auch an die Bundesregierung, Otto Schily, für die große Unterstützung. Der sechselt ein bisschen, ne? Und ich glaube, die einzige Stadt, die im Osten überhaupt mitmacht, ist Leipzig, ne? Fantastisch. Dr. Wolfgang Tiefensee aus Leipzig. Der Nächste, eine Dame. Wir sind eine Stadt, die seit Jahrhunderten mit dem Fremden und den Fremden freundschaftlich umgeht und als Bereicherung das empfindet. Und wir sind gewohnt, Gastgeber mit der Welt zu sein. Und wir werden die Urbanität mit der Gemütlichkeit der Stadt hier zeigen können. Bembel und Biotech, das schaffen wir. Einfach. Bembel, ja klar. Weißt du, wie die Dame heißt? Ich habe es gerade hier gehört aus meiner Band. Rot heißt die. Petra Roth, Petra. 2 Punkte für Helmut, 4 Punkte schon insgesamt. Ja. Und wieder mal ist es für uns eine große Freude, Sie mit der Kultur Europas vertraut zu machen. Diesmal mit der Kulturhauptstadt Europas in diesem Jahr. Und das ist welche Stadt? Brügge. Brügge, vielen Dank. Berühmter Satz aus dem Drehbuchseminar, habe ich mal gehört. Viele Anfänger fangen ein Drehbuch an mit dem Satz, Brügge brennt. Warum das denn? Na, weil es einfach herzustellen ist. Das kostet nicht viel. Ach so. Das wäre, wenn du zum Beispiel schreibst, Walter setzt sich auf eine Bank. Das ist teuer, da brauchst du eine Bank und einen, der Walter spielt. Aber wenn in deinem Drehbuch als erster Satz steht, Brügge brennt. Okay, das ist jetzt Film-Insider-Sprache, aber muss auch mal sein. Es muss alles seinen Platz haben. Ja? So, wir stellen Ihnen Brügge vor und eine große Van Eyck-Ausstellung in Brügge. Genau. Und Sie wissen, das macht traditionell eine charmante Kollegin. Und jetzt kommt die große Überraschung. Sie weiß nicht, dass wir Sie überraschen, meine Damen und Herren, denn sie hat heute Geburtstag. Und wir schalten jetzt nach Brügge zu unserem Geburtstagskind. Bitte? Ah, oh, wir haben einen musikalischen kleinen Vorspann für Sie. Madame Nathalie, oh, Madame Nathalie, la la la, la la la, la la la, la la la, la. Madame Nathalie, oh, Musée. In Brügge jetzt. Hallo Nathalie und... Sag mal, Nathalie, meine Kollegen haben mich eine kleine Torte mit einer Kerze gegeben. Ja, das ist schön. Sag mal jetzt mal ganz ehrlich, bist du wirklich in Brügge oder ist es hier um die Ecke? Nee, guck mal, wir sind in Brügge. Guck mal, diese Häuser. Das ist Brügge, wie man es kennt. Ja. Ja. Was sieht man denn auf der anderen Seite? Oh. Das ist eine Kirche. Ja. Und es gibt eine kleine Brücke, weil du weißt, es gibt viele Brücke in Brügge. Ich dachte sogar, dass Brügge bedeutet Brücke. Ja, aber? Aber nein, das bedeutet Hafen. Aha. Das kommt von einem skandinavischen Mittelalter-Wort. Ja, der Brügge, Hafen im Mittelalter. So, was merkt man denn so in dieser Metropole von der europäischen Kulturhauptstadt? Ja, wir haben zum Beispiel zurzeit eine super Ausstellung von Van Eyck und nicht nur von Van Eyck, sondern auch die anderen Maler von die Südeuropa, weil er hat einen riesigen, großen Einfluss über die südeuropäischen Maler gehabt, Frankreich, Italien, Spanisch und Portugal. Aha. Welches Jahrhundert? Welches Jahrhundert? 15. und 16. Jahrhundert. Also er hat 2 Jahrhunderte beherrscht. Können wir mal ein Bild von ihm sehen? Ich habe ihn, also Van Eyck sagte mir vorher überhaupt nichts, muss ich ehrlich sagen. Ich kannte nur Peter Van Eyck immer, früher in diesen Krimis. So der deutsche Gentleman. Hast du nie gehört, man sagt,
Man sagt oft von Eyck, dass er hat die Höhlenmalerei erfunden. Die Höhlenmalerei? Also ja. Ach, die Ölmalerei. Ja, Ölmalerei. Das hab ich gesagt. Ja, ich kenne ihn dann natürlich noch aus seiner Zeit mit Tina Turner. Wuff, da, da. Aber es, es ist sowieso nicht wahr. Er hat nicht das erfunden, sondern er hat sie nur verbessert mit Terebinthine. Mhm. Und weil vorher es gab Eier in die Farbe, ja. Aber das war nicht so flüssig. Jetzt, dann, es gab Terebinthine und er könnte ganz gut die kleinen Details malen. Ja. Mal guck mal, es gibt viele Details. Wie heißt dieses Bild? So zum Beispiel. Oh, er heißt Madonna des Juris van der Palle. Hm. Und das, guck mal, hier ist ein Detail. Es ist ein Papagei. Weil Van Eyck war ein freier Geist. Ja. Und er hat sich ein bisschen gefallen von der göttlichen Art und von den ganzen Symbolen. Weil das bedeutet, das ist die Seele. Und vorher die Seele war von einer Taube geschildert. Und das ist ein Papagei. Weil der Papagei kann sprechen. Und du kannst mit deiner Seele sprechen. Ja, aber ich meine. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber der Papagei plappert ja nur nach. Wenn meine Seele sage. Ja, aber das. Wie fühlst du dich, oh meine Seele? Und ich sage, oh, gut! Und ich glaube, er war auch ganz gut im Mathe. Guck mal. Dieser Typ da. Ja. Ja. Er ist der da. Warte mal. Der da. Ja. Okay? Ja. Es ist keine. Es ist ein Chanoine. Es Bitte? Ist ein Hochpriester. Ja, ja. Es ist ein Hochpriester von Brügge. Ja. Und er wollte sich wichtig machen und er wollte neben die Madonna sein. Aha. Und Van Eyck hat gesagt, kein Problem. Und dann viele andere Leute wollten neben die Madonna. Weißt du, was ich meine? Das war ein guter Marketing-Trick, finde ich. Da habe ich jetzt nicht verstanden. Doch, aber es ist die Rache für diesen Papagei. So, können wir noch was sehen? Was ist denn das mit dem Blauen, der mit diesem blauen Tuch? Ah, das ist sehr wichtig. Das ist auch von Jean Van Eyck, weil er hatte auch eine sehr wichtige Rolle. Er war ein bisschen Ambassadeur von Philippe de Bourgogne. Ja. Und er sollte sehr oft irgendwo in Europa ein Porträt machen, um eine Hochzeit zu organisieren. Mhm. Zum Beispiel, so, nicht der da, aber das ist auch wahrscheinlich eine, weil wenn du guckst, es gibt einen Ring. Da. Ja. Ja, ja, und jetzt sieht man zum Beispiel für Philippe de Bourgogne. Für Philippe de Bourgogne, er ist nach Portugal gegangen. Und er sollte ein Porträt von Isabelle da Urgel machen. Und du kannst dich vorstellen, die Verantwortung. Wenn du machst ein zu schönes Porträt, der Typ denkt, wow, sie ist super schön. Und wenn du machst ein Porträt ein bisschen so lala, die Frau ist beleidigt. Ja, ja, eben. So, das war ein bisschen schwierig. Ja. Das weiß man alles gar nicht. Das ist ein Nachfolger. Oh, wer ist das denn? Von Van Eyck. Porträt eines Angehörigen des Antoniterordens. Ah, des Antoniterordens. Guck mal, wo seine Ringe ist. Ich habe das gleich gemacht. Es gibt viele Bilder, wo die Ringe da sind. Ja. Und da gibt es eine. Es gibt viele Symbole. Das ist ein Symbol von der Order. Ja. Und das, diese Blumen bedeuten auch etwas, aber ich weiß nicht was. Hab ich nicht. Ja, Nathalie. Das ist sehr, sehr interessant. Wie? Bleibt ihr heute Abend noch im... Das ist ein Franzose. Oh, naja, den interessiert uns nicht so. Es ist wesentlich besser, finde ich. Wer ist das? Wer? Man sieht die italienische Influence. Jean Fouquet. Jean Fouquet. Wie heißt denn dieses Bild? Dieses Bild heißt Madonna mit Kind.
Und diese... Ja, so. Oh. Das? Und guck mal, eine letzte Bemerkung, sehr wichtig, Harald. Weil diese, diese Ausstellung hat auch eine wissenschaftliche Richtung. Ja. Und ich will eine wissenschaftliche Bemerkung machen. Ja. Guck mal, man kann sagen, viele Porträts von Frauen zeigen ein bisschen die gleiche Gesichter. Ja. Und das ist ein Beweis, dass damals diese Probleme mit die Adel waren. Du weißt, sie haben sich alle miteinander heiratet. Ja. Und die Leute waren ein bisschen komisch, weil die Blut war nicht frisch genug. Sie war blau, sie war, du weißt. Ja. Und wenn du guckst, diese zwei Frauen, sie sind super ähnlich. Obwohl sie keine Verwandte sind. Ja. Ja, ja. Ganz Findest du ähnlich. Nicht interessant? Bitte? Wie bitte? Findest du nicht Hallo? Interessant? Ich war doch wahnsinnig interessant. Ja. Mir ist so diese Ähnlichkeit nicht so aufgefallen. Aber du hast recht. Doch. Ja, sehen Sie doch nicht ähnlich. Nein. Überhaupt nicht, oder? Doch, na, also in gewisser Weise sehen Sie, es ist eine gewisse Ähnlichkeit da, aber jetzt nicht, dass Sie sich ähnlich sehen. Also schon, schon. Ja, Nathalie. Andere Bilder, ich glaube schon. Das war sehr interessant. Bleibt ihr heute Abend noch in Brügge oder fahrt ihr schon zurück? No. Wir fahren nach Köln. Ihr fahrt nach Köln, das heißt, ihr feiert ein bisschen im Auto? Ja. Ja? Viel Spaß und wir freuen uns, wenn ihr alle morgen wieder wohlbehalten hier seid. Dankeschön und ein toller Eindruck aus Brügge. Tschüss. Und aus von der fantastischen Van Eyck-Ausstellung. Vielen Dank, Nathalie. Mein heutiger Gast ist der erfolgreichste Frau im deutschen Fernsehen. Demnächst wird ihr 1000. Fall vor Gericht verhandelt. Herzlich willkommen, die Quotenkönigin von Sat 1, Barbara Salisch. Bitte schön. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Und als Sie das letzte Mal hier waren, da waren Sie schon sehr erfolgreich. Aber jetzt sind Sie, wie man so sagt, durch die Decke geknallt. Ja, ich habe den Kopf eingezogen. Wirklich? Das ist ja, ja. Macht Ihnen das manchmal Angst, dieser Erfolg? Man möchte ihn gerne behalten. Ne? Ja, aber so wie es aussieht, ist ja kein Ende abzusehen. Auch irgendwann. Ich denke, wir klagen auf hohem Niveau. Ja, ja, das muss man wirklich mal sagen. Also das sind 30%, 31%, 33% Nachmittag für Nachmittag. Mhm. Und ich habe kurz gedacht, wie kann das sein, der 1000. Fall in 2 Jahren? Aber Sie machen ja mehrere Fälle pro Sendung. 2 Fälle. Und außerdem haben wir für 1000 auch noch die aus dem Schiedsgericht dazu gerechnet. Es ist einfach meine 1000. Verhandlung. Ja. Und als Richter zählt man ja immer die Stückzahl. Ja, klar. Macht man das auch als also Richter, der nicht im Fernsehen ist? Ja, vor allen Dingen. Man zählt seine Erledigungen. Das ist doch wunderbar, wenn man sagt, oh, ich bin fertig. Jetzt sagen wir es nochmal ganz kurz für die zwei, die das noch nicht wissen. Die Fälle sind echt? Nicht mehr. Früher waren sie ja wirklich echt, ja. Echte Parteien. Und jetzt sind sie aus der Zeitung. Also wir haben eine Redaktion, die sieht aus wie ein Zeitungskiosk. Ja. Von Flensburg bis Basel oder ich weiß nicht was. Und da holen wir uns die Fälle raus. Und wir finden einfach interessante Sachen. Ja. Und die bauen wir zusammen für die Sendung. Und die armen Angeklagten oder Beklagten und so weiter, das sind Laien. Komparsen, ja. Komparsen. Genau. Ja. Die machen das eigentlich grandios, ne? Sensationell. Also muss ich wirklich sagen, wenn man da teilweise reinzeppt und so, Zusammenbrüche und Schreikrämpfe und so, da, es sieht so echt aus, das ist unglaublich. Ja, die lassen sich eigentlich reinfallen in diese Rolle und sie sind ja keine Schauspieler. Ja. Und deshalb klappt es wunderbar, die sprechen mit ihrer eigenen Sprache, so gut können wir es gar nicht vorformulieren, nee. Wie die das machen. Und manchmal muss ich ehrlich sagen, also wenn es richtig traurig ist, dann muss ich mal gucken, dass ich in eine andere Richtung gucke. Mich nimmt das mit, ich heule ja auch im Kino. Ne? Und ja, sorry, ich gehe immer ungeschminkt ins Kino. Kein Zweck. Bei welchem Film haben Sie denn zuletzt geheult? Nahezu bei jedem. Also der letzte Film, ja, es gibt immer eine Szene, die spätestens bei mir zu Tränen führt. Welche weiß ich nicht. Und meistens ist es schon in der ersten Sekunde. Italienisch für Anfänger. Eigentlich ist es eine Komödie. Das ist ein toller Film. Ja, aber es ist eine Komödie irgendwo, oder nicht? Ich habe trotzdem geheult. Ja, es ist ja auch teilweise zum Heulen, aber das ist zum Beispiel wirklich... Nein. Weil das weiß ich natürlich, wenn diese Beerdigungsszene kommt oder wo der nette Italienischlehrer den Herzinfarkt kriegt und so. Ne? Ja, also ich war zweimal da und beim zweiten Mal, glaube ich, habe ich es ohne Heulen. Ja, aber es ist, das ist irgendwie halt der Beweis für eine
sehr gut gemachte Komödie, die auch melancholische Elemente hat. Haben Sie für den 1000. Fall, der wird, glaube ich, nächsten Dienstag ausgestrahlt, ja, kann sein, ja. Irgendwie was Besonderes? Was wir genommen haben? Ja. Ja, die Fantasie eines Ehemannes, nicht zu Hause den 40. Geburtstag feiern zu müssen. Und, das ist das strafbar oder wie? Nein, Fantasien sind nie strafbar. Es ist nur faszinierend, auf was Männer alles kommen. Und er hat einfach keine Lust. Es war ja erwartet, seine Freunde, seine Familie, Eltern und so weiter. Und er wollte partout mit seiner Freundin feiern. Und die kann man natürlich jetzt nicht mit reinbringen zum 40. Geburtstag, das macht man nicht. Ach so, wie? Er ist verheiratet und hat eine Freundin und zum 40. geht das nicht. Also jedenfalls formal nicht. Ja. So. Und dann hat er sich einfallen lassen, ich möchte lieber bei meiner Freundin sein, ich lasse mich entführen. Und dann ist er zur Freundin gefahren, hat angerufen, so diese Stimme verstellt nicht, also ich bin gerade irgendwo im Kofferraum und so. Ich kann jetzt nicht kommen, ich werde bedroht und so weiter. Bitte nicht die Polizei, du hörst von uns. So. Und die machten keinen 40. Geburtstag, sondern machten einen Riesenaufstand, Polizei, alles gesucht und so weiter. Und der pflegte sich bei seiner Freundin, das fand er so wahnsinnig gute Idee, dass er es fortgezogen hat. Die gesamte Polizei suchte ohne Ende. Ja. Irgendwann dann war es ihm zu viel, weil im Radio fand er, im Fernsehen hat er es natürlich alles gesehen. Dann hat er den nochmal einen Brief geschrieben, hey, also hört auf mit eurer Fahndung, ich werde sonst bedroht, mein Leben ist gefährdet. Ne? Mhm. Alles bei der Freundin. Und dann irgendwo so ein guter Freund von ihm, es ist auch so, gute Freunde haben ja immer die Telefonnummern von Freundinnen, wenn was passiert. Ja. Und dann hat dieser gute Freund bei der Polizei gesagt, frag doch mal danach. Und diese total übermüdeten Beamten, wirklich 3 Tage Sonderkommission, ne, gehen da rein, die Tür auf, wo ist er? Da hinten, sitzt in der Badewanne und trinkt Champagner. Also was kriegt so ein Schwein von Ihnen? Also bei uns ist wahnsinnig billig gewesen, nur eine kleine Geldstrafe, irgendwo so 8.000 Euro oder so irgendwas. Er hat gut verdient. Ja, immer Ehefrau und Freundin, das geht nicht so für ohne. Ne? Und das Teuerste ist hinterher, die Polizei rechnet diesen Einsatz ab. Also das war das Teuerste schon. Ja. Und die Freundin hat dann auch gesagt, ach weißt du, damit kann ich auch nicht umgehen. Und nach der Verhandlung war er seine beiden Frauen los. Und dann war er so furchtbar traurig. Das ist natürlich ein schwerer Schlag. Wem sage ich? Also nur deshalb, es soll ja auch belehren. Man soll ja auch, also das, wenn man 40. feiert. Und es soll auch moralische Maßstäbe setzen. Natürlich, das ist überhaupt eine ganz hochmoralische Sendung. Absolut. Wird uns immer wieder bestätigt. Damit sind wir schon beim Stichwort Moral. Die Haarfarbe unseres Bundeskanzlers, ein Prozess, der die Nation bewegt hat. In Hamburg beim Heimatgericht von Frau Salisch. Der Kanzler hat ja sich dagegen verwehrt, juristisch, dass man noch weiterhin behauptet, er habe sich die Haare gefärbt. Mhm. Das wurde in Hamburg verhandelt. Das ist das Gericht, bei dem Sie gearbeitet haben, bevor Sie ins Fernsehen gegangen sind. Und ich weiß ja, wer für ihn zuständig ist. Er ist in besten haarigen Händen. Es ist der Richter, Andreas Buske. Er hat die längsten Haare der Hamburger Richter. Ja, das habe ich in der Zeitung gelesen. Bis hier. Wirklich? Wie bis hier. Und grau. Grau? Ja. Echt grau? Echt? Ja. Alles echt. Aber wenn ich es richtig mitgekriegt habe, gab es noch kein Urteil in diesem Prozess, nein, oder? Nein, ich hatte es auch erwartet. 17. Mai oder irgendwann verkündet er. Und ich denke mal, also juristisch wird Schröder gewinnen. Ja? Ich glaube es schon. Das heißt, er ist ja nicht verpflichtet, den Beweis des Gegenteils anzutreten, oder? Nee, das ist einfach schlichtweg, dass Sie anderen vielleicht ein bisschen schlecht ermittelt haben. Ja. Wenn man sowas sagt. Er hat, glaube ich, auch eine eidesstattliche Erklärung sogar von seinem Friseur. Oh, er hat ganz viel eingereicht. Ja? Ja. Was? Kennen Sie das oder faxt man sich das zu unter Juristen? Nein, leider nicht. Aber ich kann es mir gut vorstellen, wie es da vorgeht, dass da eine ganze Menge Papier beschrieben wird. Ne? Ja? No, natürlich. Ist das? Und die haben ja auch angekündigt, dass sie hinterher noch in die Revision gehen, wenn irgendwas nicht rauskommt. Also bis Karlsruhe habe ich irgendwas gelesen. Wobei ich gar nicht weiß, ob Karlsruhe oder Leipzig zuständig ist. Wieso Leipzig? Was ist da für ein Gericht? Also auch der BGH. Der BGH hat sich so ein bisschen geteilt, ist auch mit einem Teil nach Leipzig und für Strafsachen ist Leipzig zuständig. Aha. Das weiß ich, in Zivil weiß ich jetzt ehrlich nicht. Ja, aber also das ist Hamburg. Ja, was denkt man da als Richter, wenn so ein schwerwiegender Fall plötzlich kommt? Also ich habe es ehrlich gesagt bedauert, dass mein Schiedsgericht schon geschlossen ist. Ich hätte ihn ja wahnsinnig gerne bei mir verhandelt. Ja, das wäre echt toll. Ist ja wunderbar gewesen. Sie hätten ja auch sagen können, hören Sie mal, Sie haben doch eine ähnliche Haarfarbe wie ich. Das kann ich nicht sagen, weil ich war also schon mit 40 grau und bin dann errötet.
Ja, aber ich, also ich mache ja auch diese grauen Strähnchen rein, weil ich bin ja eigentlich rot von Natur aus. Ach so. Ja, man kriegt auch eine gewisse Glaubwürdigkeit durch diese graue Haarfarbe. Finden Sie? Nicht so? Ja, also grau ist, es ist ein schwieriges Thema. Grau ist nicht gleich grau. Ich finde, es gibt das coole Grau. Ja, das ist so ein gemischtes Grau. So dieses Richard Gere-Grau und so. Bei mir ist mehr so dieses Nikotin-Straßenköter-Grau. Also ich hoffe immer, dass es irgendwie noch gleichmäßiger und silbriger wird. Ich habe schon überlegt, irgendwie mal so eine Tönung reingeben, so eine Grautönung. Aber dann können Sie wieder nicht sagen, dass Sie nicht gefärbt sind. Ja, das stimmt. Ja, aber getönt und gefärbt, das ist ja dann, da reicht ja gar nicht mehr. Das ist wissen ja Sie, was es noch gibt? Ja. Pigmentiert. Das ist was ganz anderes. Wie, denn in den Haaren? Ja. Dann müssen Sie, glaube ich, irgendeinen Schaum, so einen Pflegeschaum machen. Das ist weder getönt noch gefärbt. Pigmentiert. Mhm. Hatten Sie das mal? Nein, ich habe es gehört jetzt im Zusammenhang mit diesem sensationellen Prozess, der die Nation beschäftigt. Ja, wie sieht denn das aus, pigmentiert? Ich könnte auch heller oder dunkler werden. Also der Friseur des Kanzlers hat gesagt, wenn der Kanzler gefärbt wäre, hätte er einen Rotstich in den Haaren. In den Haaren? Ja. Das hat er gleich dazu geführt. Ja, ja, absolut. Darauf basiert ja wahrscheinlich der Prozess. Wie behandelt Sie denn der Sender? Da müssen doch eigentlich jetzt täglich Bouquets von Blumen kommen, oder? Bei so einer Quote. Höchstens, dass Sie sagen, warum ist es nicht gestern so gut gewesen wie vorgestern? Wirklich? Wird's da schon wieder anspruchsvoll? Ja? Die sind zufrieden und lassen mich in Ruhe. Das ist ja immer schön. Geh nicht zu deinem Först, wenn du nicht gerufen wirst. Das ist ein alter deutschrechtlicher Grundsatz. Ja, also das heißt, Ihr Vertrag ist, nehme ich an, jetzt unbegrenzt? Lebenslänglich nein. Also nein. Nö, immer nur ein Jahr. Ach so. Ja, also ja. Bei Sat.1, die wollen mich höchstens immer für ein Jahr im Voraus. Ja. Mehr trauen sie sich nicht. Ja. Und die Hamburger lassen mich immer für 2 Jahre laufen. Ah, da sind Sie beurlaubt. Ja. Ja. Also wie gesagt, ich finde das phänomenal, der Erfolg, den Sie haben, und der tut ja uns allen gut, dem ganzen Sender. Mhm. Und ich glaube, dass das Publikum Ihnen noch sehr, sehr lange treu bleiben wird. Ich hoffe, dass Sie die Fernbedienung nicht zum Wegzappen nehmen. Nein, hundertprozentig. Ja, und wenn demnächst dann diese große Prozesslawine mit Isch, vielleicht kann man das ja bei Ihnen dann verhandeln. Ja, Sie müssen einfach noch irgendwo ein bisschen was Strafrechtliches dazu machen. Irgendwie ja. Antennen abreißen oder sonst irgendwas, Kabel durchtrennen. Sie haben doch vorhin irgendwas gesagt mit Durchnagen. Ja, Nagen von so einem Dings, aber ich habe gemerkt, das war der Obi-Biber, ich habe es verwechselt. Ja. Ja, Tiere, das gilt nicht, das ist strafrechtlich nicht. Das kommt aber vielleicht noch bald, das Tiergericht tagt. Die Idee. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Würde ich mir sofort patentieren lassen, sonst macht es irgendjemand nach. Ja, irgendwie das Tiergericht. Ein Pudel ist der Vorsitzende und dann klagt irgendwie ein Wellensittich gegen einen Papagei. Fände ich wunderbar. Auf Unterlassung. Ja, auf Unterlassung. Genau. Alles Gute, weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Barbara Salisch, meine Damen und Herren. Morgen Abend aus der Abteilung Jugend forscht eine 7- und 8-jährige Schülerin Juliette und Mirielle Gogol. Bis morgen Abend. Meine Damen und Herren, mein Gast heute Abend, und ich sage es Ihnen mindestens 2-mal pro Woche, die erfolgreichste Frau im deutschen Fernsehen. Eine Sensation von 0 auf 100. Vorher wusste man überhaupt nicht, dass es in Deutschland Gerichte gibt. Man dachte irgendwie, wer recht hat, zieht den Colt und sagt, pff. Ja? So wie Olli Kahn neulich, als dieser Spanier ihn angerufen hat in Madrid. Wenn du noch einmal anrufst, dann puste ich dir die Fresse weg. Ja, hat ihn am Telefon gesagt. Und er hat recht. Oder? Was hat dieser kleine, armselige spanische Radiomoderator, ihn nachts auf dem Zimmer anzurufen? Absolut. Hallo Olli, wenn du noch einmal anrufst, puste ich dir die Fresse weg. Und das gefällt mir, weil er scheint die richtigen Filme zu sehen. Das sagt man nicht irgendwie, wenn man irgendwie Romantic-Movies oder so guckt. Das ist schon Marty-Movie. Wenn du noch einmal, hey, oh, wenn du noch einmal anrufst, dann puste ich dir die Fresse weg. Dieses Pusten ist das entscheidende Verb. Ja? Das ist in Usi oder sowas. Das klingt ziemlich abgesägt. Ich puste dir die Fresse weg. Wie das wohl im Training bei denen zugeht, oder? Heute Abend, meine Damen und Herren, eine Frau, die in solchen Fall sagen würde, okay, hängt ihn. Sie hat die Todesstrafe im deutschen Fernsehen wieder eingeführt und seither boomt unser Sender, das muss man mal sagen. Ja. Eine einzelne Frau ist in der Lage, den ganzen Sender nach vorne zu bringen. Gestern Nachmittag hat wieder jeder dritte Zuschauer, der mittags den Fernseher eingeschaltet hat, sie geschaut. Heute Abend bei uns, das Gesetz bin ich, Barbara Salisch. Noch immer werden in diesem Staat Wahlen abgehalten. Immer mehr Menschen fragen sich, wozu?
Warum sagt man nicht einfach, übernehmen Sie bitte, Herr Biedenkopf? Was sollen wir tun? Was halten Sie für richtig? Oder? Stattdessen teure Wahlen, Plakate, Reden, in denen wir belogen werden. Ich habe das Gefühl, die Politiker belügen uns. Ehrlich? Ja. Ich glaube, dass die Politiker uns belügen. Wie gefällt Ihnen diese schonungslose Wahrheit? Ich habe langsam das Gefühl, die erzählen uns das Blaue vom Himmel runter, nur um gewählt zu werden. Und wenn sie dann mal gewählt sind, dann erinnern sie sich an nichts mehr. Habe ich recht? Naja gut, okay. So, wahlberechtigt. Welche Partei würde unser Studiopublikum wählen, wenn morgen Bundestagswahl wäre? Wahlberechtigt heute 242, gültige Stimmen 224, Wahlbeteiligung 92,6%. CDU, CSU... 57 Stimmen, das heißt 25,4%. Los Corruptos, 31,7%. Und die haben ja auch angekündigt, dass sie hinterher noch in die Revision gehen, wenn irgendwas nicht rauskommt. Also bis Karlsruhe habe ich irgendwas gelesen, wobei ich gar nicht weiß, ob Karlsruhe oder Leipzig zuständig ist. Wieso Leipzig? Was ist da für ein Gericht? Also im auch der BGH. Der BGH hat sich so ein bisschen geteilt, ist auch mit einem Teil nach Leipzig und für Strafsachen ist Leipzig zuständig. Aha. Das weiß ich, zivil weiß ich jetzt ehrlich nicht. Ja, aber also das ist Hamburg. Ja, was denkt man da als Richter, wenn so ein schwerwiegender Fall plötzlich kommt? Also ich habe es ehrlich gesagt bedauert, dass mein Schiedsgericht schon geschlossen ist. Ich hätte ihn ja wahnsinnig gerne bei mir verhandelt. Ja, das wäre echt toll. Ist ja wunderbar gewesen. Sie hätten ja auch sagen können, hören Sie mal, Sie haben doch eine ähnliche Haarfarbe wie ich. Das kann ich nicht sagen, weil ich war also schon mit 40 grau und bin dann errötet. Ja, aber ich mache ja auch diese grauen Strähnchen rein, weil ich bin ja eigentlich rot von Natur aus. Ach so, ne? Ja, man kriegt auch eine gewisse Glaubwürdigkeit durch diese graue Haarfarbe. Finden Sie? So? Ja, also grau ist, es ist ein schwieriges Thema. Grau ist nicht gleich grau. Ich finde, es gibt das coole Grau. Ja, aber es ist so ein gemischtes Grau. So dieses Richard Gere Grau und so. Bei mir ist mehr so dieses Nikotin Straßenköter Grau. Also ich hoffe immer, dass es irgendwie noch gleichmäßiger und silbriger wird. Ich habe schon überlegt, ob mir mal so eine Tönung reingibt, so eine Grautönung. Aber dann können Sie wieder nicht sagen, dass Sie nicht gefärbt sind. Ja, das stimmt. Ja, aber getönt und gefärbt, das ist ja dann, da reicht ja gar nicht mehr. Das ist wissen ja, Sie, was es noch gibt? Ja. Pigmentiert. Das ist was ganz anderes. Wie denn in den Haaren? Ja. Dann müssen Sie, glaube ich, irgend so einen Schaum, so einen Pflegeschaum machen. Das ist weder getönt noch gefärbt. Pigmentiert. Mhm. Hatten Sie das mal? Nein, ich habe es gehört jetzt im Zusammenhang mit diesem sensationellen Prozess, der die Nation beschäftigt. Ja, wie sieht denn das aus, pigmentiert? Ich könnte auch heller oder dunkler werden. Also der Friseur des Kanzlers hat gesagt, wenn der Kanzler gefärbt wäre, hätte er einen Rotstich in den Haaren. In den Haaren? Ja. Das hat er gleich dazu geführt. Ja, ja, absolut. Darauf basiert ja wahrscheinlich der Prozess. Wie behandelt Sie denn der Sender? Da müssen doch eigentlich jetzt täglich Bouquets von Blumen kommen, oder? Bei so einer Quote. Höchstens, dass Sie sagen, warum ist es nicht gestern so gut gewesen wie vorgestern? Wirklich? Wird's da schon wieder anspruchsvoll? Ja? Die sind zufrieden und lassen mich in Ruhe. Das ist ja immer schön. Geh nicht zu deinem Först, wenn du nicht gerufen wirst. Das ist ein alter deutschrechtlicher Grundsatz. Ja, also das heißt, Ihr Vertrag ist, nehme ich an, jetzt unbegrenzt? Lebenslänglich nein. Also nein. Nö, immer nur ein Jahr. Ach so. Ja, also ja. Bei Sat.1, die wollen mich höchstens immer für ein Jahr im Voraus. Ja. Mehr trauen sie sich nicht. Ja. Und die Hamburger lassen mich immer für 2 Jahre laufen. Ah, da sind Sie beurlaubt. Ja. Ja. Also wie gesagt, ich finde das phänomenal, der Erfolg, den Sie haben, und der tut ja uns allen gut, dem ganzen Sender. Mhm. Und ich glaube, dass das Publikum Ihnen noch sehr, sehr lange treu bleiben wird. Ich hoffe, dass Sie diese Fernbedienung nicht zum Wegzappen nehmen. Nein, hundertprozentig. Ja, und wenn demnächst dann diese große Prozesslawine mit Isch, vielleicht kann man das ja bei Ihnen dann verhandeln. Ja, Sie müssen einfach noch irgendwo ein bisschen was Strafrechtliches dazu machen. Irgendwie Antennen abreißen oder sonst irgendwas, Kabel durchdrehen. Sie haben doch vorhin irgendwas gesagt mit durch. Ja, ja, und jetzt sieht man zum Beispiel für Philippe de Bourgogne, er ist nach Portugal gegangen und er sollte ein Porträt von Isabelle da Urgell machen. Und du kannst dich vorstellen, die Verantwortung. Wenn du machst ein zu schönes Porträt, der Typ denkt, wow, sie ist super schön. Und wenn du machst ein Porträt ein bisschen so lala, ja. Die Frau ist beleidigt. Ja, ja, eben. So, das war ein bisschen schwierig. Ja. Das weiß man alles gar nicht. Das ist ein Nachfolger. Oh, wer ist das denn? Von Van Eyck. Porträt eines Angehörigen des Antoniterordens. Ah, des Antoniterordens. Guck mal, wo seine Ringe ist. Ich habe das gleich gemacht. Es gibt viele Bilder, wo die Ringe da sind. Ja. Und da gibt es eine... Es gibt viele Symbole.
Das ist ein Symbol von der Orte. Ja. Und das, diese Blumen bedeuten auch etwas, aber ich weiß nicht was. Hab ich nicht. Ja, Nathalie, das ist sehr, sehr interessant. Nee. Bleibt ihr heute Abend noch im... Das ist ein Franzose. Oh, naja, den interessiert uns nicht so. Es ist wissentlich besser, finde ich. Wer ist das? Wer? Man sieht die italienische Influence. Jean Fouquet. Jean Fouquet. Wie heißt denn dieses Bild? Dieses Bild als Madonna mit Kind. Und diese. Ja, so. Oh. Das? Und guck mal, eine letzte Bemerkung, sehr wichtig, Harald. Weil diese, ist, weil diese Ausstellung hat auch eine wissentliche Richtung. Ja. Und ich will eine wissentliche Bemerkung machen. Ja. Guck mal, man kann sagen, viele, viele Porträts von Frauen zeigen ein bisschen die gleiche Gesichter. Ja. Und das ist ein Beweis, dass damals diese Probleme mit die Adel waren. Du weißt, sie haben sich alle miteinander heiratet. Ja. Und die Leute waren ein bisschen komisch, weil die Blut war nicht frisch genug. Sie war blau, sie war, du weißt. Ja. Und wenn du guckst, diese zwei Frauen, sie sind super ähnlich. Obwohl sie keine Verwandte sind. Ja. Ja, ja. Ganz Findest du nicht interessant? Bitte? Wie bitte? Findest du nicht Hallo? Interessant? Ich war doch wahnsinnig interessant. Ja. Mir ist so diese Ähnlichkeit nicht so aufgefallen. Aber du hast recht. Doch. Ja, sehen Sie doch nicht ähnlich. Überhaupt nicht, oder? Doch, na, also in gewisser Weise sehen Sie, es ist eine gewisse Ähnlichkeit da. Er ist in besten haarigen Händen. Es ist der Richter, ist Andreas Buske. Er hat die längsten Haare der Hamburger Richter. Ja, das habe ich in der Zeitung bis gelesen. Bis hier. Wirklich? Wie bis hier. Und grau. Grau? Ja. Echt grau? Echt? Ja. Also echt. Aber wenn ich es richtig mitgekriegt habe, gab es noch kein Urteil in diesem Prozess, Nein, oder? Nein, ich hatte es auch erwartet. 17. Mai oder irgendwann verkündet er. Und ich denke mal, also juristisch wird Schröder gewinnen. Ja? Ich glaube schon. Das heißt, er ist ja nicht verpflichtet, den Beweis des Gegenteils anzutreten, oder? Nee, das ist einfach schlichtweg, dass Sie anderen vielleicht ein bisschen schlecht ermittelt haben. Ja. Wenn man sowas sagt. Er hat, glaube ich, auch eine eidesstattliche Erklärung sogar von seinem Friseur. Oh, er hat ganz viel eingereicht. Ja? Ja. Was? Kennen Sie das oder faxt man sich das zu unter Juristen? Nein, leider nicht. Aber ich kann es mir gut vorstellen, wie es da vorgeht, dass da eine ganze Menge Papier beschrieben wird. Ne? Ja? Auch, natürlich. Ist das? Und die haben ja auch angekündigt, dass sie hinterher noch in die Revision gehen, wenn irgendwas nicht rauskommt. Also bis Karlsruhe habe ich irgendwas gelesen. Wobei ich gar nicht weiß, ob Karlsruhe oder Leipzig zuständig ist. Wieso Leipzig? Was ist da für ein Gericht? Also im auch der BGH. Der BGH hat sich so ein bisschen geteilt, ist auch mit einem Teil nach Leipzig und für Strafsachen ist Leipzig zuständig. Aha. Das weiß ich, in Zivil weiß ich jetzt ehrlich nicht. Ja, aber also das ist Hamburg. Ja, was denkt man da als Richter, wenn so ein schwerwiegender Fall plötzlich kommt? Also ich habe es ehrlich gesagt bedauert, dass mein Schiedsgericht schon geschlossen ist. Ich hätte ihn ja wahnsinnig gerne bei mir verhandelt. Ja, das wäre echt toll. Ist ja wunderbar gewesen. Sie hätten ja auch sagen können, hören Sie mal, Sie haben doch eine ähnliche Haarfarbe wie ich. Das kann ich nicht sagen, weil ich war also schon mit 40 grau und bin dann errötet. Ja, aber ich mache ja auch diese grauen Strähnchen rein, weil ich bin ja eigentlich rot von Natur aus. Ach so, ne? Ja, man kriegt auch eine gewisse Glaubwürdigkeit durch diese graue Haarfarbe. Finden Sie? So? Ja, also grau ist, es ist ein schwieriges Thema. Grau ist nicht gleich grau. Ich finde, es gibt das coole Grau. Ja, aber es ist so ein gemischtes Grau. So dieses Richard Gere Grau und so. Bei mir ist mehr so dieses Nikotin Straßenköter Grau. Also ich hoffe immer, dass es irgendwie noch gleichmäßiger und silbriger wird. Ich habe schon überlegt, ob mir mal so eine Tönung reingibt, so eine Grautönung. Aber dann können Sie wieder nicht sagen, dass Sie nicht gefärbt sind. Ja, das stimmt. Ja, aber getönt und gefärbt, das ist ja dann, da reicht ja gar nicht mehr. Das ist Wissen ja, Sie, was es noch gibt? Ja. Pigmentiert. Das ist was ganz anderes. Wie denn in den Haaren? Ja. Dann müssen Sie, glaube ich, irgend so einen Schaum, so einen Pflegeschaum machen. Das ist weder getönt noch gefärbt. Pigmentiert. Mhm. Haben Sie das mal? Nein, ich habe es gehört jetzt im Zusammenhang mit diesem sensationellen Prozess, der die Nation beschäftigt. Ja, wie sieht denn das aus, pigmentiert? Es könnte auch heller oder dunkler werden. Also der Friseur des Kanzlers hat gesagt, wenn der Kanzler gefärbt wäre, hätte er einen Rotstich.
In den Haaren. In den Haaren. Ja. Das hat er gleich dazu geführt. Ja, ja, absolut. Darauf basiert ja wahrscheinlich der Prozess. Wie behandelt sie denn der Sender? Da müssen doch eigentlich jetzt täglich Bouquets von Blumen kommen, oder? Bei so einer Quote. Höchstens, dass Sie sagen, warum. Oliver. In Italien sensationell. Oliver. Ja? In Süddeutschland Olivo. Olivo, zieh mal dein Anorak. Oh. Ja, oder Patricia. Patricia. Ja, oder hier. Ich schwöre dir, ich habe früher von einer Kollegin im Kabarett den Satz gehört, die hat in Bonn gejobbt in der Uniklinik. Da hat die auf dem Flur der Uniklinik Bonn den Satz gehört, Herr Doktor, Ming Soraya kann nicht trissen. Da bist du doch als Kind erledigt. Ja. So, das zum Thema... Es ist nicht einfach, einen Namen zu finden. Wir geben aber demnächst mal eine Liste bekannt mit Namen, die überhaupt nicht gehen. Ja, die einfach wirklich gar nicht gehen, auch mit Straßen, wo man nicht wohnen darf. Oh ja, oh ja. Ja, also Straßen, die irgendwie so ganz schlimm irgendwie so... Goldkehlchenweg. Walter von der Vogelweide Weg und so, wo man irgendwie da... Oder auch so Lyriker, die irgendwie auch überhaupt keiner kennt. Zu Recht natürlich. Zu Recht, weil sie nie das Volk erreicht haben. Wer nicht 10 Millionen Leute erreicht mit dem, was er macht, sollte überhaupt zu Hause bleiben. Tue ich ja. Ich sende ja von zu Hause. Das wissen Sie nicht. Ja. Ja. Da unten sitzen zwei Hamster von Isch, ja, und betreiben den Strom. Hier unter meinem Keller. Was Sie da sehen, ist mein Wohnzimmer. Ja. Und der Antrag sitzt in der Garage. Getrennt durch eine Glaswand. Das ist der neue Trend. Milchglaswände. Das sieht man jetzt auch überall. Milchglaswände, wohin man guckt. An Schränken, an Türen, auf Tischen, überall. Milchglaswände. So, jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Und das mit Isch scheint nur mir so gegangen zu sein, oder? Nein, ganz vielen. Also während der Probe haben mindestens 10 gleichzeitig geschrien. Aus unserem Team? Ja, ganz genau. Ja, aber auch gut, die schreien natürlich aus Solidarität. Na, denen ist das schon passiert. Eigentlich ist mir das auch wurscht. So, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, meine Damen und Herren. Ich kann mich nicht allzu lange bei Einzelthemen aufhalten, denn wir haben wieder einen reichen Katalog von Themen heute abzuarbeiten. Und zwar, Köln ist Weltmeisterstadt. Ja. Und Herr Antrag hat übrigens eine interessante These, warum der erste FC Köln... den Klassenerhalt noch schafft. Nein. Also warum, ist klar, weil die anderen noch schlechter sind im Zweifelsfall. Hört, würde man jetzt im Bundestag rufen. So. Es ist nur die Frage, wie. Ganz wichtig ist, dass sie das nächste Spiel in Dortmund verlieren. Das könnte zu schaffen sein, ja. Warum ist das so wichtig? Ja, weil wenn sie nur einen Punkt holen würden, und ich gehe davon aus, dass Leverkusen gegen Bremen gewinnt, dann wäre Leverkusen ja schon vorab Meister. Mhm. Und dann saufen die, bis der Arzt kommt und strengen sich in Nürnberg. Die Politik hat sich heute verabschiedet. Kurt Biedenkopf, der Erfinder von Sachsen, er hat Dresden persönlich erbaut. Er hat Leipzig zumindest entworfen. Seine Frau hat es dann zu Ende gebaut. Er ist einer der ganz Großen der deutschen Politik gewesen. Und er wird wahrscheinlich auch weiter noch mit Rat und Veranlassung von Tat zur Seite stehen. Und man hat ihn zu Recht genannt König Kurt in der Tradition in Sachsen, König Kurt. Wir haben ihn nicht König Kurt genannt, sondern Mr. 15%. Ja, das Volk hat ihn, warum? Das Volk, das Gesindel, die Mägde, die niedrigen Stände, die Absinthtrinker. Ja? Ja, das alles brauchen sie, sonst funktioniert ein König nicht. Das ist die alte Theaterregel, den König spielen immer die anderen. Verstehen Sie? Die anderen müssen sagen, Majestät. Und mir ist es immer leicht gefallen. Ich habe nie Probleme gehabt zu sagen, hallo, König Kurt. Was dann schwierig für mich war, zu sagen auch noch, oh, eure Lieblichkeit Paola. Damals, als mir diese beiden Schweizer, verstehen Sie, Spaß gestohlen haben. Die Show, die ich erfunden habe. Und die ich jetzt meinem Freund Frank Elstner übergeben habe. Ich habe ihn angerufen und gesagt, bitte Frank, mach es. Ich habe nie drüber geredet öffentlich, aber so war es. So war es. Egal, was in der Presse steht, ja, oder was die ARD behauptet. So war es. Und in Italien wurde gestern gestreikt. 8 Stunden oder wie die Italiener sagen, 2 komplette Arbeitstage. Streike. Unser Bundespräsident Johannes Rau ist zurzeit in Italien. Er ist wahnsinnig beliebt. In Rom
haben schon die ersten gerufen, segne mich, heiliger Vater. Also durch die Straßen spazierte. Helmut Zerlett! Und Band. Meine Damen und Herren, mein Gast heute Abend, und ich sage es Ihnen mindestens zweimal pro Woche, die erfolgreichste Frau im deutschen Fernsehen. Eine Sensation von 0 auf 100. Vorher wusste man überhaupt nicht, dass es in Deutschland Gerichte gibt. Man dachte irgendwie, ja, wer Recht hat, zieht den Colt und sagt, pff. Ja. So wie Oli Kahn neulich, als dieser Spanier ihn angerufen hat in Madrid. Wenn du noch einmal anrufst, dann puste ich dir die Fresse weg. Ja, hat ihn am Telefon gesagt. Und er hat recht, oder? Was hat dieser kleine, armselige spanische Radiomoderator, ihn nachts auf dem Zimmer anzurufen? Absolut. Hallo Oli, wenn du noch einmal anrufst, puste ich dir die Fresse weg. Und das gefällt mir, weil er scheint die richtigen Filme zu sehen. Das sagt man nicht irgendwie, wenn man irgendwie Romantic-Movies oder so guckt. Das ist schon Marty-Movie. Wenn du noch einmal, hey, oh, wenn du noch einmal anrufst, dann puste ich dir die Fresse weg. Dieses Pusten ist das entscheidende Verb. Ja? Immer mehr Ratten bei der FAZ, meine Damen und Herren. Was? Ach, Ratten! Ich dachte, was ist das denn? Ich lese hier FAZ und Ratten. Nein, Raten. Raten. Das große Ratespiel. Welcher Sender? Phoenix. Tagesschau mit Gebärdendolmetscher. Hervorragend. Ach so. 20:15 Uhr. Ja. Das große Thema, das auch heute noch durch die Presse geht, die große Trauer, die Wut, die Enttäuschung, die Verzweiflung, warum einige Städte nicht zu WM-Städten ausgewählt wurden von Franz Beckenbauer per demokratischen Computerbeschluss. Und wir haben festgestellt, unsere Oberbürgermeister sind eigentlich fantastisch. Die können was, die haben es auch nicht einfach, die Kommunen werden immer ärmer. Aber sie haben eine tolle Figur abgegeben, als sie hochgekommen sind, und viele kennt man gar nicht. Und deswegen heute unser neues Spiel. OB hier, OB da, sag wie heißt der? La la la, rat den OB. Rate den OB. Ja, ein tolles neues Spiel, das, und das muss man ehrlich sagen, ich freue mich, als Erster es bekannt geben zu dürfen, in Serie gehen wird, wenn es heute ankommt. Ja? Rate den OB. Der erste Kandidat ist Helmut. Wir zeigen Helmut verschiedene Oberbürgermeister, und Helmut sagt uns bitte, wer es ist und vielleicht noch im Idealfall von welcher Stadt. Okay. Okay. OB, ab bitte. Wir sind wirklich nicht nur frohen Mutes, sondern wir haben eine gute Mannschaft, einen guten Präsidenten, einen guten Trainer, und ich glaube, manch eine Bundesliga-Stadt wird sich noch wundern. Oh. Wer ist das? Du kannst ja auch immer ein bisschen vom Dialekt oder von der Gesamtausstrahlung. Ja. Das ist so eine, glaube ich, so eine Le Corbusier-Brille. Ja. Sehr viele Architekten haben die. Wer solche Brillen hat, trägt häufig auch Breitkorthosen. Um auf Baustellen irgendwie zu sagen. Und da kommt dann das Milchglasfenster rein. Aber es ist kein Architekt, sondern... Aber den Dialekt habe ich kaum rausgehört. Ja, und das sollte, genau das ist es. Wo spricht man angeblich das beste Hochdeutsch? Ja, so Hannover. Ja! Fantastisch! Dr. H.C. Herbert Schmalstieg. Herr Dr. Schmalstieg, der nächste Bürgermeister, bitte. Ich möchte ganz herzlich Dank sagen dem Egidius Braun. Ohne ihn stünde ich jetzt nicht hier oben. Und herzlichen Dank auch an die Bundesregierung, Otto Schily, für die große Unterstützung. Der sechselt ein bisschen, ne? Und ich glaube, die einzige Stadt, die im Osten überhaupt mitmacht, ist Leipzig, ne? Fantastisch. Man sieht die italienische Influence. Jean Fouquet. Jean Fouquet. Wie heißt denn dieses Bild? Dieses Bild heißt Madonna mit Kind. Und diese... Ja, so. Oh. Das? Und guck mal, eine letzte Bemerkung, sehr wichtig, Harald. Weil diese, ist, weil diese Ausstellung hat auch eine wissenschaftliche Richtung. Ja. Und ich will eine wissenschaftliche Bemerkung machen. Ja. Guck mal, man kann sagen, viele Porträts
von Frauen zeigen ein bisschen die gleiche Gesichter. Ja. Und das ist ein Beweis, dass damals diese Probleme mit die Adel waren. Du weißt ja, wenn sich alle miteinander heiratet. Ja. Und die Leute waren ein bisschen komisch, weil die Blut war nicht frisch genug. Sie war blau, sie war, du weißt. Ja. Und wenn du guckst, diese zwei Frauen, sie sind super ähnlich. Obwohl sie keine Verwandte sind. Ja. Ja, ja. Ganz Findest du nicht interessant? Bitte? Wie bitte? Findest du nicht Hallo? Interessant? Ich war doch wahnsinnig interessant. Ja. Mir ist so diese Ähnlichkeit nicht so aufgefallen. Aber du hast recht. Doch. Ja, sehen Sie doch nicht ähnlich. Nein. Überhaupt nicht, oder? Doch, na, also in gewisser Weise sehen Sie, es ist eine gewisse Ähnlichkeit da, aber jetzt nicht, dass Sie sich ähnlich sehen. Also schon. Ja, Nathalie. Aber andere Bilder, ich glaube schon. Das war sehr interessant. Bleibt ihr heute Abend noch in Brügge oder fahrt ihr schon zurück? Nein. Wir fahren nach Köln. Ihr fahrt nach Köln, das heißt, ihr feiert ein bisschen im Auto. Ja? Viel Spaß und wir freuen uns, wenn ihr alle morgen wieder wohlbehalten hier seid. Dankeschön und ein toller Eindruck aus Brügge. Tschüss. Und aus von der fantastischen Van Eyck-Ausstellung. Vielen Dank, Nathalie. Mein heutiger Gast ist der erfolgreichste Frau im deutschen Fernsehen. Demnächst wird ihr 1000. Fall vor Gericht verhandelt. Herzlich willkommen, die Quotenkönigin von Sat 1, Barbara Salisch. Bitteschön. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Und als Sie das letzte Mal hier waren, da waren Sie schon sehr erfolgreich. Aber jetzt sind Sie, wie man so sagt, durch die Decke geknallt. Ja, ich habe den Kopf eingezogen. Wirklich? Das ist ja, ja. Macht Ihnen das manchmal Angst, dieser Erfolg? Man möchte ihn gerne behalten, ne? Ja, aber so wie es aussieht, ist ja kein Ende abzusehen. Ach, irgendwann. Ich denke, dann war es ihm zu viel, weil im Radio fand und im Fernsehen hat er es natürlich alles gesehen. Dann hat er den nochmalen Brief geschrieben. Hey, also hört auf mit eurer Fahndung. Ich werde sonst bedroht. Mein Leben ist gefährdet. Ne? Mhm. Alles bei der Freundin. Und dann irgendwo so ein guter Freund von ihm. Es ist auch so, gute Freunde haben ja immer die Telefonnummern von Freundinnen, wenn was passiert. Ja. Und dann hat dieser gute Freund bei der Polizei gesagt, frag doch mal danach. Und diese total übermüdeten Beamten, wirklich 3 Tage Sonderkommission, ne, gehen da rein, die Tür auf. Wo ist er? Da hinten, sitzt in der Badewanne und trinkt Champagner. Also was kriegt so ein Schwein von Ihnen? Also bei uns ist wahnsinnig billig gewesen, nur eine kleine Geldstrafe, irgendwo so 8.000 Euro oder so irgendwas. Er hat gut verdient. Ah, ja, immer Ehefrau und Freundin, das geht nicht so für ohne. Ne? Und das Teuerste ist hinterher, die Polizei rechnet diesen Einsatz ab. Also das war das Teuerste. Und die Freundin hat dann auch gesagt, ach weißt du, damit kann ich auch nicht umgehen. Und nach der Verhandlung war er seine beiden Frauen los. Und dann war er so furchtbar traurig. Das ist natürlich ein schwerer Schlag. Wem sage ich? Also nur deshalb, es soll ja auch belehren. Man soll ja auch, also dass wenn man 40. feiert. Und es soll auch moralische Maßstäbe setzen. Natürlich, das ist überhaupt eine ganz hochmoralische Sendung. Absolut. Wird uns immer wieder bestätigt. Damit sind wir schon beim Stichwort Moral. Die Haarfarbe unseres Bundeskanzlers, ein Prozess, der die Nation bewegt hat. In Hamburg beim Heimatgericht von Frau Salisch. Der Kanzler hat ja sich dagegen verwehrt, juristisch, dass man noch weiterhin behauptet, er habe sich die Haare gefärbt. Mhm. Das wurde in Hamburg verhandelt. Das ist das Gericht, bei dem Sie gearbeitet haben, bevor Sie ins Fernsehen gegangen sind. Und ich weiß ja, wer für ihn zuständig ist. Er ist in besten haarigen Händen. Es ist der Richter, Andreas Buske. Er hat die längsten Haare der Hamburger Richter. Ja, das habe ich in der Zeitung bis gelesen. Bis hier. Wirklich? Wie bis hier. Und grau. Grau? Ja. Echt grau? Echt? Ja. Alles echt. Aber wenn ich es richtig mitgekriegt habe, gab es noch kein Urteil in diesem Prozess, Nein, oder? Nein, ich hatte es auch erwartet. 17. Mai oder irgendwann verkündet er. Und ich denke mal, also juristisch wird Schröder gewinnen. Ja? Ich glaube schon. Das heißt, er ist ja nicht verpflichtet, den Beweis des Gegenteils anzutreten, oder? Nee, das ist einfach schlichtweg, dass Sie anderen vielleicht ein bisschen schlecht ermittelt haben. Ja. Wenn man sowas sagt. Er hat, glaube ich, auch eine eidesstattliche Erklärung sogar von seinem Friseur. Oh, er hat ganz viel eingereicht. Ja? Ja. Was?
kennen Sie das oder faxt man sich das zu unter Juristen? Nein, leider nicht. Aber ich kann es mir gut vorstellen, wie es da vorgeht, dass da eine ganze Menge Papier beschrieben wird. Ne? Ja? Auch, natürlich. Ist das? Und die haben ja auch angekündigt, dass sie hinterher noch in die Revision gehen, wenn irgendwas nicht rauskommt. Also bis Karlsruhe habe ich irgendwas gelesen. Wobei ich gar nicht weiß, ob Karlsruhe oder Leipzig zuständig ist. Wieso Leipzig? Was ist da für ein Gericht? Also auch der BGH. Der BGH hat sich so ein bisschen geteilt. Ist auch noch etwas, aber ich weiß nicht was. Hab ich nicht. Ja, Nathalie. Das ist sehr, sehr interessant. Bleibt ihr heute Abend noch im... Das ist ein Franzose. Oh, naja, den interessiert uns nicht so. Es ist wissentlich besser, finde ich. Wer ist das? Wer? Man sieht die italienische Influence. Jean Fouquet. Jean Fouquet. Wie heißt denn dieses Bild? Dieses Bild heißt Madonna mit Kind. Und diese... Das? Und guck mal, eine letzte Bemerkung, sehr wichtig, Harald. Weil diese Ausstellung hat auch eine wissenschaftliche Richtung. Ja. Und ich will eine wissenschaftliche Bemerkung machen. Ja. Guck mal, man kann sagen, viele Porträts von Frauen zeigen ein bisschen die gleiche Gesichter. Ja. Und das ist ein Beweis, dass damals diese Probleme mit die Adel waren. Du weißt, sie haben sich alle miteinander heiratet. Ja. Und die Leute waren ein bisschen komisch, weil die Blut war nicht frisch genug. Sie war blau, sie war, du weißt. Ja. Und wenn du guckst, diese zwei Frauen, sie sind super ähnlich. Obwohl sie keine Verwandte sind. Ja. Ja, ja. Findest du nicht interessant? Bitte? Wie bitte? Findest du nicht interessant? Ich war doch wahnsinnig interessant. Ja. Mir ist so diese Ähnlichkeit nicht so aufgefallen. Aber du hast recht. Doch. Ja, sehen Sie doch nicht ähnlich. Nein. Überhaupt nicht, oder? Doch, na, also in gewisser Weise sehen Sie, es ist eine gewisse Ähnlichkeit da, aber... Jetzt nicht, dass sie sich ähnlich sehen. Also schon. Ja, Nathalie. Andere Bilder, ich glaube schon. Das war sehr interessant. Bleibt ihr heute Abend noch in Brügge oder fahrt ihr schon zurück? Nein. Wir fahren nach Köln. Ihr fahrt nach Köln. Das heißt, ihr feiert ein bisschen im Auto. Ja. Ja? Viel Spaß und wir freuen uns, wenn ihr alle morgen wieder wohlbehalten hier seid. Dankeschön und ein toller Eindruck aus Brügge. Tschüss. Und von der fantastischen Van Eyck. Ausstellung. Vielen Dank, Nathalie. Mein heutiger Gast ist der erfolgreichste Frau im deutschen Fernsehen. Demnächst wird ihr 1000. Fall vor Gericht verhandelt. Herzlich willkommen, die Quotenkönigin von Sat 1, Barbara Salisch. Bitte schön. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Und als Sie das letzte Mal hier waren, da waren Sie schon sehr erfolgreich. Aber jetzt